Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge NBA 2K18 hier an diesem wunderschönen dritten Adventssonntag. Ihr werdet die Folge natürlich erst am heutigen Mittwoch sehen. Bei mir ist der B-Man. Hallo B-Man. Hallo Gotti, hallo Zuschauer. Und wir wollen jetzt mit einer positiven Bilanz, wann hat es das letzte Mal gegeben, gegen die Houston Rockets ran, und zwar am 22. Dezember. Ich überlege gerade, nein, Mittwoch ist noch nicht der 22. Sonst hätte das ja schön gepasst, wobei das ist, nee, es sind wir 2018 schon. Also komm, red doch nicht so viel, B-Man. Ja, ich bin ja schon ruhig. Kommst du rüber, Darren Collinson, James Harden, Muhammad, Ryan Anderson und Clint Capella. An 5 gerankt. Das wird kein Selbstläufer, lieber Bela. Ja, das denke ich auch. 10-5 habe ich eben gesehen. Die Bilanz bisher der Rockets. Die haben schon einige Spiele mehr gemacht als wir. Also die sind schon auf Playoff-Kurs. Aber wir wollen es auch sein. Also wenn wir heute hier gewinnen, dann stehen wir 7-5. Dann stehen wir echt gut da. Wer hätte das gedacht? Ja. Sah vor wenigen Spielen wesentlich schlechter aus. Also jetzt haben wir 3 Siege in Folge. Vielleicht der 4. heute. 3 Siege in Folge. Ja. Ja, off the records haben wir eben den Vertrag von Subac verlängert. Um weitere 2 Jahre. Knappe 5 Millionen pro Jahr waren das, ne? Ja, irgendwie 4,8 oder 4,9. Ja, ja. Pro Jahr, genau. Ja, war die ganze Zeit unentschlossen. Jetzt haben wir auch nur noch eine Baustelle, und zwar Miles Turner. Der ist sich noch nicht sicher, ist unentschlossen. Der wird dann aber, wenn das überhaupt funktioniert, richtig Asche kosten. Aber gut, was interessiert uns die Problematik von morgen? David Aldridge dachte auch gerade hier, ne? Oh, die Lakers, Sir, yo man, haben gerade hier, redet ja eigentlich so bestimmt nicht, der ist ganz seriös, ne? Haben gerade den Vertrag mit den Kroaten Subac, dem jungen Center, 21 Jahre alt, verlängert. Wir schalten ins Studio. Jetzt hol dir deinen Controller da, komm. Okay. Wir alle landen immer auf dem Punkt Kamera übrigens. Müsst ihr mal drauf achten. Weil man geht in das Menü und drückt schon runter. Ah, geil. Entschuldigung, ich hab's gepackt, das erste Mal. Wir alle landen normalerweise mal hier und müssen dann einen hochgehen. Und dann können wir auch nicht nach links gehen, wir müssen dann immer hier hingehen. Und normalerweise war immer hier der Spielerfokus in den letzten Jahren, meine ich. Und ja, gut. Nächstes Jahr machen sie wieder anders. Dann kannst du dann auch Go-Kart fahren. Haben wir ja, was aber Neues. 99 brauchst du sicherlich dafür. Ja, ist selbstverständlich. Und das, relativ einfach zu erreichen. Du musst einfach nur 600 Euro an Geld noch zusätzlich in das Spiel stecken. So, genug rumgealbert. Du hast heute mit Collison zu tun, Wiesel, Flinker, Guard. Ich gegen Shabazz Muhammad, auch ein alter Bekannter aus Timberwolves Zeiten. Irgendwie gefühlt ist es in jedem Spiel Levine, der die ersten Punkte erzielen möchte. Diesmal ging es leider nicht gut. Oh, Steal von PG. Boom. Ja, sehr schön. Unleash Chaos. Und ja, Randall? Endlich gelingt mir mal ein Steal mit George. Ich glaube, der erste gefühlt. Der ist ja auch in der Realität eigentlich ein guter Balldieb. Gucken, ob ich das in Zukunft mal ein bisschen öfters bekomme. Da fällt ihm dann auf einmal ein, jetzt können wir mal switchen. Ja, liegt es daran, dass du deinen Mann schon seit 20 Metern verloren hast? Ach, Göttchen. Komm, ich stelle den Block, das muss doch... Ach, ey. Ja,
Bumm. Also starker Auftakt hier von George. Paul George on fire. Mohammed überlegt lang, dann doch auch der Pass auf Harden. Der hat jetzt nur noch 6 Sekunden. Wieder war das Foul. Turner. Ja, wichtig heute, dass Levine Harden einigermaßen im Griff hat. Aber wäre cool, wenn er dann damit anfängt. Bis jetzt ist das noch nichts. Einzige Wurf, den Harden versaut hat, war gerade, als ich ihn da aushilfsmäßig noch versucht habe, einigermaßen zu stören. Oh, Randall mutig. Ah, schade. So, wieder Harden gegen. Dann verteile ich es einfach nicht. Ja, ja. Es wird schwierig heute für ihn. Schön gesehen. Wie hat George im Timberwolves-Spiel so performt, diesmal mit der CPU? Oh. Ein bisschen besser? Ich weiß schon gar nicht mehr. Da muss ich mal eben hier ein bisschen mithelfen. Randall gegen Hayden. Harden, Entschuldigung. Hayden, wie komme ich auf Hayden? Der geht aber... Oh, und dann wird er doch gerupft. Ah, dumm von mir. Sollte auf Turner durch. Harden. Kein Foul, aber geht dick rein. Wie komme ich auf Hayden gerade? Keine Ahnung. Ach, komm. Ach, hör doch auf. Hayden. So. Ich glaube, alle Punkte direkt von Hayden Harden. Einmal festlaufen. Ah, unten Ecke. Ja, habe ich nicht das Auge gehabt gerade. Eigensinnig. Na komm. Aber Randall wieder im Fastbreak-Modus. Ich weiß nicht, warum er von da dann auf einmal schießen will. Wir haben Zeit. Fastbreak war sowieso verhunzt. Nee. Och. Patrick Beverly. Zack. Zackikowski. Oha. Schöne gespielt auf Hernan Gomez. So, sind wir wieder dran auf 3. Siebster gegen Harden. Alles alleine bisher, James Harden. Ein bisschen too much. Hab's da gesehen. Schön. Auf einen. Harden gegen Lakers. Aufpassen. Heißt so für Harden.
Ich hab letzten Gordon, da Sekunden laufen. Kann ich eher nicht rüber switchen. Ich gehe rüber. Ja, okay. Und das offensiv vornehmen. Eurostep, 3 Sekunden haben wir noch. Ja. Selbst er? Oh! Hast du gefordert oder was? Nee, hab ich nicht. Na gut, Erfolgschance, dass so ein Ding dann noch sitzt, ist sowieso gering, aber eigentlich darf man das 70er ruhig mal werfen lassen. Ich hatte den ersten Ball gefordert, weil ich dachte, hey, ne, wenigstens bis zur Hälfte kannst du werfen. Ich meine, die KI kann ja von Coast to Coast passen. Da hinten, so. Viertel Nummer 2. Ball drauf, Ingram jetzt im Spiel. George bekommt eine Pause. Brandon Ingram. So, Harden auch nicht dabei. Das ist jetzt unsere Phase. Hoffe ich. Aber Lou Williams ist ja drauf. Der kann auch scoren. Oh! Klar, da hätte ich gerne schön weit weggeblockt, aber immerhin keine Punkte. Ja, der wird jetzt doch gegönnt. Der war schwierig. Ja. Bringt er eigentlich in den Gegner vorwärts rein. Aber behält die Kontrolle. Jan, switch doch. Ah, sehr gut. 5. Rebound. Ne, kein Rebound. Oh, bist du doch groß genug. Zipsman. Führung! Oh. Übersicht verloren, wo ich bin, aber kann auch stören. Und dann ja, Rockets gut. Ball. Super Shot den Rebound und steht mit dem Fuß im Aus. Glaube ich, so habe ich es ebenfalls wahrgenommen. Blöd. War die Chance hier tatsächlich noch ein bisschen zu erhöhen. Ja, meins. Boah, nee, super. Mit Foul macht er den rein. Capella. Ja, vor allem wieder so ein Gay-Einwurf, wo ich aber auch schon drauf reagiere, ne? Also ich stehe ja schon da. Oh, kriegt Ball die Hand nicht an den Ball. Ah, das ist nett. Will immer einen Block. Jawoll! Oh, jawoll! Da schlachtet er die Gans schon, bevor sie überhaupt gerupft ist. Ah, ich hab den Outer, das kann gar nicht reingehen. Also Größenvorteile und Ingram unterm Korb müssen eigentlich Punkte sein. Absolut. Also das ist nicht gut verteidigt hier. Subac, neuer Vertrag in der Tasche und, oder was? Ja. Doch, müsste, ne? Sind da hier Gas raus, Subac, muss ich nicht mehr beweisen. Und ohne Harden bauen ja aber mehr die Führung noch aus. Ja. Ja, danke. Komm schon, der Block. Nein. Oh, Rockets wieder 5 vor. Wir hatten mal zwischendurch geführt. Führung wieder weg.
ich eigentlich hin? Oh, Randall lässt sich dann nach dem Offensiv-Rebound pflücken. George verteidigt Muhammad nicht. Nein, nein. Boah, Randall, ey. Alter. Gut verteidigt. Oh! Ja! Nett, danke. Levine verliert wieder mal seinen Spieler aus den Augen und sagt dann Switch, hey, Switch, Switch. Ja. Ich stehe dann aber mal an meinem, also, naja. Turner, kann er, hat er gezeigt, die letzten Spiele. Ja. Heute ist wieder Freaky Friday. Gut, danke. Leider fühlte sich da niemand zuständig für meinen Homie. Immer eine Auszeit. Ja. 11-2 Run für die Rockets. So, jetzt müssen wir aufpassen. Eine Minute noch in der ersten Halbzeit. Vielleicht jetzt nochmal ein bisschen verkürzen. Unten links. Ach komm. Oh, den macht er. Endlich mal, Randall. Oh, Offensivfoul tatsächlich. Okay. Gelegenheit für uns zu verkürzen. Voll, Mismatch ausgenutzt. 15 Sekunden noch für die Rockets. Voll, Double Team ist da. Und so sind es nur 4 Vorsprung für die Houston Rockets im Staples Center. Ja, komischerweise, die Phase ohne Harden war irgendwie die bessere für Houston. Ja. Wir hatten heute wieder so ein paar Head-Scratching-Moments mit Randall. Levine hat so ein bisschen Probleme in der Verteidigung, auch gegen Lou Williams. Boah, wird nicht einfach heute. Nee. Das war ja schon zu erahnen. Das ist eins der Top-Teams aktuell in der NBA. Interessant wäre es dann sicherlich, dann irgendwann mal, wenn wir es denn schaffen, in die Playoffs zu kommen, wenn man dann gegen diese Teams antritt, so über eine Serie hinaus. Das ist dann schon bestimmt guter Thrill. Auf jeden Fall. Das große Ziel für diese Saison, die Playoffs irgendwie erreichen. Momentan sind wir ja in der Position. Ich glaube, letzte Saison hätten wir mit einer halbwegs positiven Bilanz es ja auch geschafft, oder? War nicht so, dass die Teams auf 7 und 8 relativ schwach waren? Wenn wir im Osten gewesen wären, hätten wir es, glaube ich, sogar gepackt. Ah, oder so rum. Ja, ja, mit der Bilanz, die wir hatten. Aber ich meine, mit einer halbwegs positiven Bilanz, also irgendwie, keine Ahnung, was spielen wir, 29 Spiele, wenn wir... Pff,
Schön. Oh, geht rein. Wenn wir da mit 15, 14 positiv beendet hätten, wären wir, glaube ich. Hä? Geht das überhaupt? Ja. Ja. Genau. Wären wir ja auch, glaube ich. Oh, unerlaubter Pick. Wir kriegen den Ball zurück. Schön. Meine ich auch irgendwie auf 7 oder 8 gekommen. Aber hab die Situation nicht mehr so vor Augen. Ja, grundsätzlich haben wir es im Westen auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Könnte knapp werden mit so einer knappen, positiven Bilanz sicherlich. Aber schauen wir mal. Alter, hä? Er hat sich gar nicht bewegt irgendwie, der Verteidiger. Aber hat mich trotzdem jedes Mal abgeblockt. Der hat nicht mal eine Animation gemacht. Sah komisch aus. Ach ja, Switch. Ja, und dann ist der nächste Offensiv-Rebound bei den Rockets. Das sollten wir abstellen. Gut. Kopf durch die Wand, Mohammed, aber funktioniert dieses Mal. Gutes Timing, völlig frei. Er darf dann auch fallen. Ausgleich. Timeout. Huch, Lakers Girl heute mal anders angezogen. Körner, was ist dein Job? Jetzt schon gelohnt. Ja. Was wolltest du sagen? Der Turner hängt hier vorne bei mir rum und kann gar nicht angehen, also. Wieder hauchzart am Steam vorbeigerutscht. Oh, hör mal aus. Ja, aber, hä? Ich dachte, ich hätte den an der Hand. Ich weiß auch nicht, warum er da nicht zum Korbleger hochgegangen ist, als ich durch war. Sah komisch aus. Oh, da bin ich lange drauf. Glück gehabt. Passt. Jetzt? Ah. Paul Gordon, ja. Die Gente ist faul. So, Ball völlig frei. Danke. Sitzt. Punkte Führung tatsächlich, jetzt für uns, 2 Minuten auch im dritten. Ein bisschen eindimensional, was die Rockets da machen. Oh, ein bisschen sehr erzwungen.
Jetzt wird gewechselt. Das ist Zubac, Ingram, Sexton, Hernan Gomez und Levine ist noch drauf. Schade. Na, dann doch. Der Rebound war wichtig. Boah, frech. Rotzfrech, Sexton. Oh, haha. Naja. Voll drauf spekuliert. Auch in den Pass reingesprintet. Nee, mit Levine ist heute nichts anzufangen. Super Twister. Und Ingram für 3. 9 seconds left. Hätte ich jetzt auch noch runterticken lassen können, bevor du den offenen Wurf nimmst. Ja. Schlecht gemacht von mir. Oh. 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 Nochmal eine kleine mini-hässliche Antwort. Und die Rockets werden den Ball haben im vierten. So, das war's, Freunde. Wie, das war's? Ja, war gerade schwarz bei mir. Ach, jetzt wohl dann in ein paar Sekunden schwarz bleibt und dann reden die im Hintergrund noch und ja. Wenn du den Ton sehr leise hast, denkst du so, oh, was passiert denn jetzt hier gerade? So, Sid hat gerade noch ihr Okay gegeben für die Vertragsverlängerung von Zubi. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Nee. Irgendwann ist auch mal gut hier. Was in Ordnung, faul gezogen, aggressiv zum Korb und ausgezeichnet von der Linie. Ja, die Wurfanimation ist wirklich nicht so hübsch bei Sexton, aber effektiv. Da wurde ein Switch angesagt. Oh. Hui. Meins. Oh, noch der Block von hinten. Ach, schade. Er sah eigentlich relativ sauber aus, oder? Nein, ich bin voll in den reingehüpft. Es sah aber so aus, hättest du einfach den Arm rüber. Oben war top. Aber ab Halshöhe, alles was darunter war, glaube ich, Full Contact. Schauen wir nochmal. Naja, es geht. Ah, ist schon ziemlich in den Rücken gehüpft. Ich wollte ihn jetzt auch einfach nur, ja, mein Fauxpas da wieder ausbügeln. Ja, guck, hat sich doch schon gelohnt. Ja, alles gut. Mr. Sexton. Ja, zeig doch noch an. Ne? Hier, auch faul, auch faul. Oh. 10 vor. Und Harden hat noch ein Handtuch rum. Sieht nicht so aus, als würde er jetzt hier zurückkommen. Nö. Was?
Aber wie gesagt, lief er ohne Harden nicht unbedingt schlechter bisher. Ja, so wird das nix, mein Freund. Na, den Pass hätte ich eher gespielt. Als sie noch im Lauf war. Oh, und dann geht der noch rein. Das ist ein bisschen too much. Das war wieder so typisch, ne? Nach der Vertragsverlängerung unserer Spieler spielen die nach dem Kacke. Das war so. Ja, aber ich meine, die Gegner halt, ne? Ist ja richtig mit Shot Clock, der Arsch dampft und trotzdem geht das Ding halt rein. Oh, gar kein Timing gesehen. Ach, scheiße. Oh. Ah, alles gut? Ja, ja. Also, was George heute anfasst, wird alles irgendwie zu Gold. Oh, sieht dann locker vorbei. Randall versucht zu helfen. Hartes Foul. Ja, hätte jetzt auch damit gerechnet, dass das hier einen Flagrant gibt. Weil... Oh, wobei, nö. Steigt gerade hoch. Ja. Ich dachte, der hätte oben mehr rumgefasst. Alles gut. Müssen sich die Punkte schön erarbeiten. So, 8 vor 3 Minuten 14. Gute Voraussetzung. Ah, ich versuche hier. Ah, er soll auf dich. Ah, okay. Ich dachte mir, in der Phase, entweder ziehst du deinen Verteidiger mit, dann habe ich da eigentlich freie Bahn. Mhm. Oder er bleibt unten und dann kann ich dich anspielen. Weil Capella dribbelt und ich den Arm da reinhalte, dann möchte ich da auch eigentlich was offensiv über und nein, glaube ich, bei rausspringt. Glück gehabt. Also es ist ein 20 cm Pass gewesen, ne? Und unsere Jungs können den halt nicht verarbeiten. Bleib bitte. Switch back. Dem Mohammed. Oh, alles gut. Ja, wir spielen heute eigentlich ganz gute Defense, finde ich. So insgesamt. Super gemacht. Jo, der geht noch rein. 10 vor wieder. 1,41, also. Ah, Deckel ist noch nicht drauf, aber sieht sehr gut aus. Hat denn Sid mal so ein bisschen mehr den Midranger gesucht im letzten Spiel, oder? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine nein. Okay. Kann mich nicht dran erinnern. Aber ich kann mich sowieso an das letzte Spiel nicht so... Gegen wen haben wir dann gespielt? Timberwolves. Oh. Ach, das ist doch mit dir eine Seuche irgendwie. Wir haben kein Glück. Dabei müsste das doch so ploppen, ne? Ja. So, 8 Punkte. Yay.
Vielen Dank. Auch schon wieder hier, ne? Friss, was du tötest. Aber nicht lebendig. Bela macht schon immer hier den Deckel. Arrogant. Wie ein Laker. Ja, wie ein Laker halt. Hier, vielen Dank für die Meisterschaft. Erwartungshaltung bei den Lakers auch hier ein bisschen HSV-mäßig. Jetzt aber. Boah! Ach, das warst du gar nicht. Nee, nee. Ah, ich dachte... Entschuldigung. Das hat ja funktioniert, das konnte ich ja nicht sein. Ja, ich habe nicht Alley-Up gespielt diesmal, sondern einen normalen Pass. Ja, stimmt. Aber, ich dachte, du standst da jetzt. Na gut, Randall darf auch. So, Harden macht Remy-Demi. Oh. So easy. Was ist denn das für ein Dankchen? Ja. War ein langes Spiel. Ach so. Jetzt bist du aber da. Komm, einmal machen wir es noch. Okay. Gottes Willen, ey. Absolutes Alley-Oop-Verbot ab jetzt, glaube ich. Ja. Okay, Flash Pass also auch nicht mehr. Aber das Spiel ist gewonnen. Und ja. Paul hat sich heute dann doch ein bisschen zurückhaltender gezeigt. Ja, aber... War ja auch nicht mehr notwendig. Richtig, genau. Richtig heiß heute. Ja. Darf man die anderen auch mal ein bisschen daddeln lassen. Und ein bisschen Unfug treiben hier, wenn das Spiel gewonnen ist. Hahn? Schwierig. Ich finde, der Ronaldo-Effekt. Oder? Ist er auf dem Feld, muss und soll wirklich so gut wie alles über ihn gehen. Wenn das nicht funktioniert, ist da nicht mehr viel. Zumindest heute hier in diesem Spiel. Also, hat mir nicht gefallen. Aber, also schon hat es mir gefallen. Aus Lakers Sicht halt. Die Rockets haben nicht so sehr gefallen. Wie du schon sagst, also entweder hat Harden zu sehr forciert, zu sehr alleine gemacht, aber auch manchmal, wenn er die Kickouts dann gesucht hat, wenn er mal zwei Spieler gebunden hat, dann haben wir aber gut wieder rotiert. Von daher haben wir ganz gut verteidigt, so war mein Eindruck. So, Paul George, 30 Punkte, 14 von 20. Das ist natürlich eine Quote, die sich sehen lassen kann. Und auch noch ein paar Nebenstats, nämlich 8 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals, kein Turnover. Nett. Sexton, ja hallo. 15 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists und auch perfekt aus dem Feld, auch kein Turnover. Hallo. Also, Randall, 7 von 12. Nicht so schlecht, aber man muss einfach dazu sagen, er wird aber auch wirklich unfassbar gut in Szene gesetzt. Ja. Und hat trotzdem seine 5 Turnovers. Das sind 2 mehr, als ich mit dem Point Guard mache. Und dann stehen da noch 17 Assists, also bei Randall. Nun gut, 5 von 10 aus dem Feld, das sind dann mal, ja, doch nur 50%. 12 Punkte, 2 Rebounds nur, also da musste ich nicht mithelfen. Wir haben allgemein ein bisschen, entweder haben wir die Rebounds sehr verteilt oder ein bisschen wenig. Ja, ich habe zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, mit George 8 Rebounds bekommen. Also, ja, da sind dann, fallen dann weniger für dich ab diesmal vielleicht. Ja, aber gleich kommen wir zu einem Spieler, wo wir mit den Ohren schlackern bei dem Rebound-Wert. Also, 5 Steals noch vom Ball. Oh, 3 Blocks. Hallo, 3 Turnovers. Also, wie gesagt, mit Ingram habe ich mich ein bisschen auch, was das Team zum Korb zurückgehalten oder halt noch eher den Pass gesucht. Aber das hat ja wunderbar geklappt. Warum nicht? Wenn es so läuft, darf es auch so laufen. Ingram, 4 von 8, 10 Punkte, 5 Rebounds, sonst nichts. Sipster noch 10 Punkte, 2 Rebounds, 2 Steals, 5 von 7. Levine, 4 Punkte, 2 Assists, 2 von 9. Also Levine hat ein Grottenspiel gehabt, aber besser heute, als wenn das Team nicht so funktioniert. Also guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute im zweistelligen Punktebereich. Miles Turner, 4 Punkte, 6 Rebounds. 6 Rebounds? Das ist nix. 4 Punkte? Aber 3 Blocks. 3 Blocks gefallen mir, gar keine Frage, aber 2 von 9. Wir haben ihn ein paar Mal aus der Mitteldistanz offene Würfe verschaffen.
Ja. Gut, dann waren auch so Notdreier drin, wo vorher sich ständig festgelaufen wurde, aber nö. Das abstellen bitte. Hernan Gomez in 14 Minuten 4 Punkte, 2 Rebounds, 2 von 2. Und Zubac, ja, die Big Guys haben nicht ganz so funktioniert, holt aber immer noch 7 Rebounds in 11 Minuten. Ja, hochgerechnet, Turner hat fast das Dreifache an Minuten. Da muss er, ne, also, ne. Und 2 Assists. Der gute Turner hat heute nicht funktioniert. So, bei den Gegnern, ja, die haben nur 17 Rebounds, oder? Ne, 39. Ja, 47, ja, ich habe falsche Spalte. Also 47 geht dann noch. Anderson hier mit 11 Rebounds, ansonsten verteilt sich das aus. Beverly mit 7 Rebounds, naja. Harden mit 29 Punkten, 10 von 22, ist kein schlechtes Spiel gewesen. Aber, ja, man sieht es schon nur unten, ne? 2 Assists, also wie gesagt. Das hier ist meine Lieblingsstatistik hier. 0 von 12. Ja, deine alte Liebe, Eric Gordon. Ja, du hast den auch manchmal näher mitverteidigt, ne? Also das ist natürlich hilfreich. Beverly mit 7 von 12. Wie Beda schon sagt, 2 Assists nur von Harden. Also auch nur 4 Rebounds. Macht er dann normalerweise auch ein paar mehr, ne? Also es ist kein... Ja, Punkte waren okay, aber es sind halt nicht alles, ne? Beverly war auch noch okay. Sogar Williams war mit 12 Punkten 5 von 7 okay. Kannst du auch noch Collison durchgehen lassen. Hatte aber auch 2 Turnover drin und auch nur 2 Assists. Mohammed ist dann schon mit 2 von 9 eher schlecht. Ryan Anderson, Capella, die haben ihren Job gemacht. Auch wenn hier auch 2 Turnover drinstehen, aber dafür dann auch wieder 2 Blocks, 2 Steals. An denen hat es nicht gelegen. Sullinger hat nicht wirklich geholfen und Gordon hat das Spiel verloren. Also, ja, also wenn wir mal schauen, die Dreierquote insgesamt 4 von 20 haben die da gepölt. Ja, können wir hier auch nochmal gucken. Team, genau. Die vom Dreier auch leben, dadurch wenn ja, Harden meistens das Double Team auf sich zieht und dann einen Kickout spielt, hat heute halt nicht funktioniert. Nö. Und Gordon hat sie versucht zu nehmen. 0 von 7. Ja? Also gehen da auch nur, ich weiß nicht, 4 rein. Ja, hochgerechnet sieht das komisch aus, aber gehen da, gut, wäre ja auch 4, nee, gehen auch nur 4 rein. Hast du ein ganz anderes Ergebnis. Auch ein ganz anderes Spiel. Hätte. Fahrradkette. So ist es. Keine Second Chance Points für die Rockets. 13 für uns. Auch nochmal so eine Kategorie. Die ausschlaggebend war heute. Ja, Fastbreak haben wir auch gelernt. 32 Assists für uns, 17 nur für die Rockets. Also Team Basketball hat sich heute durchgesetzt. Absolut. Und mit dieser Weisheit des Tages entlassen wir euch dann ins, nee, noch nicht. Also es kommt ja noch eine Beeman-Folge auf dem Kanal von Bela am Freitag. Und das ist dann die... ja, ich überlege gerade, ob wir auch so aufnehmen, dass wir, müssen wir gucken, also kann sein, dass nächste Woche dann erstmal ausfällt, ne? Weil wegen Weihnachten, aber eigentlich glaube ich schon, dass wir irgendwie noch was reingedrückt bekommen. Ja, schwer zu sagen, wir sagen schon mal möglich, dass da irgendwie was ausfällt, kann aber auch sein, dass es dann am ersten Weihnachtstag bei der SIT ganz normal weitergeht. Genau. Ja, und dann gegen die Bucks. Ne? Gegen die Suns spielen nämlich noch der Bela und ich und das seht ihr am Freitag auf dem Kanal von Bela. In dem Sinne, wir sagen Tschüssi. Tschüssi. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn in dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordy LP.